Hi ho, Friends! Wir sind zurück im Spiel. Oh ja, wir sind dabei, dass wir uns das Haus schön langsam bauen. Apropos langsam, ich gehe sehr langsam. Mit Laufen ist gar nichts. Was ist, wenn ich das jetzt einstecke? Ah, nicht. Ich finde es nicht gut, dass das dass so langsam ist, ne? Weil man kann da nicht schnell gehen. Schade. Aber man kann ja fliegen. Na? Flugmodus an. Jawohl, Herr Knoll. Jo, schaut her, ein bisschen was haben wir schon gebaut. Ach, die Texturen, die Spiegelungen, die sind jetzt schon fantastisch. Ha? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Der Baum stört mich da ein bisschen. Der Baum stört mich da ein bisschen. Weil wenn ich da jetzt da das weiterbaue, dann ist der Baum wahrscheinlich mitten im Wohnzimmer. Und den werde ich nicht wegkriegen, den werde ich nicht wegkriegen. Ich weiß nämlich nicht, was auf Werkzeug, ich glaube Werkzeug kann ich doch ganz bauen, oder? Die eine Axt habe ich da nicht geschmissen. Den muss ich mir jetzt noch anschauen. Holz, wähle ein Material. Achso, nee, den muss man ja was. Ja, Ausrüstung, Inventar. Das muss ich mir erst anschauen, ob ich mir eine Axt selber geben kann. Und irgendwo da muss mein. Jetzt wird es dunkel. Irgendwo da muss mein Pickaxe liegen. Ich weiß nicht, ob es da nicht schmeißt. Wenn ich die jetzt da nicht schmeiße, dann haben wir ein Problem. Kennt das Spielchen schon. Jo, so, okay. Das war da ein Experiment. Gefallen tut es mir nicht wirklich, also machen wir es kaputt. Aber was interessant ist, ist die Tatsache, dass wir jetzt Blöcke, Fenster bauen beim Fenster und schaut aus, wie wenn das dann zwei Fenster waren. Ja, das ist nicht schlecht. Und zack, du auch. So, da kommt was anderes hin. Gell? Da kommt was anderes hin. Da haben wir ja auch gesagt, da machen wir noch was anderes. Da haben wir auch gesagt, jetzt wird es dunkel. Ha? Ja, fällt mir besser mit dem besten Raum da hinten. Ich muss mir Licht machen. Also GM1, dann haben wir, hoppala, dann haben wir Set Time 06. Schauen wir mal, das war's nicht. Set Time 06 Doppelpunkt 00. Nö, achso, da ist so dunkel, gell? Da muss ich was anderes machen. 08, da wird es aber ja sein. Ah, nicht. Set Time 08 jetzt. Ja, mit der Formate. Okay. So. Achso, da haben wir noch. Gut. Da haben wir noch ein Ding. Haben wir da? Ne, brauchen wir nicht. Da haben wir ja. Das lassen wir jetzt dabei mehr offen. Das, was auf, da haben wir jetzt. Haben wir da hell oder dunkel? Da haben wir dunkel, da haben wir hell. Das mag ich nicht. Ah, ich deppe. Ich glaube, ich habe die noch angemalt. Schauen wir mal, was haben wir denn da? 1, 2, 3, 4. Tüt Horst, 4. Da war wieder das Problem. Mit dem Rotieren. Wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das?
Mit diesem Grid, gell? Mit diesem Grid. Ah. Das Drehen, das funktioniert eh, aber das Setzen, also das Snappen einschalten. Es wie Snappen ist sicher nicht. Ah, da ist genau. Ist das jetzt das da? Ja. Kollision nennen sie es. Na, also mit Alt kann ich. Nee, was? Mit welcher Taste kann ich das Snap einschalten? Also mit C kommt das Menü. Dann schauen wir weiter. Ah, nicht. Ja, sag einmal. Oh, ja. No, jetzt aber an. Entschuldigung. Ja, Spinni oder Kimini mit diese blauen Punkte. Wie war denn das? Ich mag denn nicht so eine sitzen, das muss ja. Rotationsmodus wählt, was? Nee. Lokal. Standard. Präzision, Präzision, Präzision. Texturskalierung. Nee, lassen wir so. Oberflächenbearbeitung. Oder hier, da fällt mir voll der Plan, gell? Ich muss mir das mal merken. Snappen ist nicht. Ich weiß doch, mit irgendeiner Taste würde ich es doch einmal. Oder wenn ich das einfach an die setze. Ah, nicht, ne? Ja, ist klar. Habe ich am Block gesetzt, gell? Drehen, drehen ist nicht. Was haben wir jetzt? Achso, da. Die Uhrzeit wurde geändert. Ah, jetzt, wo kommt jetzt das wieder her? Ah, das Menü eingeschalten und dann ist das automatisch gekommen. Ah, das ist lästig, das müssen sie noch ändern. Hey. Da. Ja, das ist bis zu so mit dem Dunkeln. Da haben wir ja Textur gehabt, gell? Der Farbroller ist auf 3. Das ist die Frage. Ist das ein Original? Nö, das ist schwarz. Nee, wirklich. Na? Ja, jetzt da. So. Mal, was für eine Prozedur, ha? Was für eine Prozedur. Okay, da dann mal das da weg. Da. Mal schauen, wie wir es auch hinkommen. So, na pass auf. Na pass auf. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da irgendwie da so schief zu bekommen. Schaffen wir das? Da haben wir es ja fast geschafft, gell? Haben wir da noch ein paar? Ja, haben wir noch ein paar. Ja, klar.
Das finde ich nicht so blöd, wenn man da so schief bauen kann. Finde ich nicht so blöd, finde ich nicht so blöd, gell? Hätte ich da Dunkles nehmen sollen, was jetzt sein, gell? Da hätte ich gern also ein bisschen Blattvermasse und dann Schwimmbecken her, aber ein bisschen tiefer. Okay, dann setzen wir mal das da an. Oder sollen wir das dunkel machen? Ah, das machen wir dunkel. Das ist China, gell? Was haben wir gehabt? Vier, gell? Ja, ich weiß schon, den anderen muss ich noch setzen. Pass auf. Was ist denn da jetzt? Warum habe ich das jetzt? Achso, da habe ich jetzt mehrere gesetzt. Ach, das sieht, ah, das ist blöd. Das sieht man ja dann nicht. Das sollte halt nicht sein, dass man es nicht sieht. Okay, also da hat noch einiges geändert. Besser. Kommt man eigentlich gleich noch ein paar umbauen, gell? Wenn wir schon dabei sind. Was tust denn du da? Was werden da wieder gebaut? Geht das? Da, lange Arm, der Zerlegung. Aus, geht nicht mehr. Was haben wir da wieder gebaut? Ah nein, das passt eh. Okay. Nummer 4, yes, please. Okay. Okay, passt. Fangen wir. So, und da machen wir. Achso, der gehört noch weg, gell? Der gehört noch weg. Da kommt dafür der da her. Voilà. Nun muss ich nicht den da noch hersetzen. Oh. Könnte ich nämlich da noch hersetzen. Was, wenn ich den da noch her. Dann. Ach, dann haben wir das Problem mit diesen Dreieckern. Na ja, gut, aber das ist ja was, das macht man schon. Gut. So, was habe ich gesagt? Da möchte ich ein bisschen ein tiefer gelegtes Plattform. Na, Ritter, jetzt schon tiefer gelegte Plattform. Dann müssen die das fast nachher wieder weg da. Pass auf, da ist eine Stufe. Machen wir eine zweite. Machen wir eine zweite Stufe. Machen wir noch eine zweite Stufe. Die machen wir gleich da so. Brrrt. Ach, das Flint ist schon super. Das geht ganz klasse. Na, das ist ein bisschen lang, ha? So. Voilà. Dann legen wir das nicht geschwind. Das da springt jetzt aber sehr interessant. Also, das haben sie echt gut gemacht mit diesen Vektorgrafiken. Das ist schon Wahnsinn.
Es hat einmal im vorigen Spiel, in der vorigen Version, hat es einmal ein Werkzeug gegeben, diesen großen Hammer, ne? Diesen, so eine Art Vorschlaghammer. Da hast du dann nämlich diese Blöcke wieder zurückgekriegt. Gerade jetzt da in der Demo ist es nicht so wichtig, weil da kannst du jederzeit die Blöcke holen, musst du es ja nicht abbauen. Ne? Das ist einmal der Vorteil. So, was haben wir denn da? Da haben wir jetzt eine Stufe, da haben wir noch gar keine Stufe. Das geht so nicht. Diese Schweinerei muss eine andere werden. Okay, dann brauchen wir da noch einen. Also platzieren geht relativ einfach, allerdings, wie war das? Da gibt es ein Limit mit diesen 32 Blöcken. Da gehört jetzt eine Treppe runter. Das ist zwar schon eine Treppe, aber da gehört eine Treppe. Was machen wir denn da für eine Treppe? Machen da runter? Ja, bleiben wir unserem Farbspektrum treu. Reichen für 60? Ja, für 60. Nein, nicht reichen. So, was war das? Das war auch Marmor. Ich tue so gern mit Marmor bauen. Das war rot, gell? Und so 28 mehr Räume noch vielleicht. Ha? Ei, Depp, ich brauche die Treppen. Naja. So. So, sind wir da. Was? 415, 415. Ah, der Coiner 192er. Schau, so. Gut, ist auch okay. Und zumindest. Rotieren. Komm, einmal genau. Perfekt. Wahrscheinlich nicht so weit brauchen, gell? Was ist das jetzt? Hallo? Hallo, was ist das denn? Ja, schaut nicht schlecht aus. Sogar ein bisschen synchron. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, und dann brauchen wir jetzt so wieder einen Boden. Jetzt machen wir den hellen Boden. Einen hellen Boden. Wenn ich das nur wüsste, der Block 408 war das, gell? Nummer 2. Den müssen wir da anschließend machen, gell? Machen wir den? Ja, den müssen wir, den bauen wir gleich dazu. Achso, da können wir ja gleich. Dann machen wir gleich so. Ne? Man verfällt da immer noch in sein altes Baumuster, gell? Dass man nämlich sagt, man muss jetzt das mehrmals machen. Dabei ginge das ja wesentlich einfacher. Einfach einen Weg auszubauen und dann tack, alles gleich mal so. Habt ihr gesehen? Perfekt. Haben wir da? Bauen wir mal so was abreißen können wir immer. Da werden wir noch ein bisschen was brauchen. Ja. Also, immer außen anfangen, dann kann man nämlich da am ganzen Block machen. Ist ja nicht unpraktisch, gell? Da bauen wir jetzt einmal das so her. So eine Art Mauer. Gut.
Immer Außenaufhänger nach innen. Dann kann man nämlich schön ziehen. Dazu, wie gesagt, habt ihr gerade gesehen, muss man da so einen Steg da umbauen. Und dann kann man nämlich die Fläche einblocken. Das geht sonst nicht. Gut, das wird jetzt eine Liegefläche. Da irgendwie, müssen wir schauen, ob ich so Großtexturen habe. Jetzt aber nicht sicher. Schauen wir mal Marmor. Bedachung. Asphalt, Marmor, Putz, Fliesenmetall. Holz, ne, Holz ist nicht. Was ist jetzt? Gras braucht er die. Sonstiges, aber da ist nur eins drin gewesen, gell? Ja. Bedachung. Ja, schön. Schade, keine grünen für Wiesen. Das ist auch nicht so schön. Oder das da, pass auf. Jetzt machen wir mal, pass auf. Was gibt's denn da alles? Machen wir mal einen Block. Vielleicht habe ich das nur noch nicht gefunden. Ich muss einmal da in den. Da sind die. Da machen wir die da. So. Und die dann mal da einer. Na, durch die Bahn. Ja, na, das wird schon. Aber die Frage ist jetzt, das so als Bodenteil verwenden, Bodenfliesen. Na, pass auf, machen wir mal. Es war nur schön, wenn man das im Creative-Modus irgendwie legen kann, weil es geht eh schnell. Das wird jetzt so eine Art Liegefläche. Ja. Da war der Boden vielleicht nicht so unschief, wenn der andere Farbe hätte. Oder so. So, und wenn ich jetzt so das da so einbaue. Naja, eh nicht so schief. Schlagt es ein wenig mit der Farbe, gell, da drüben, mit Rot. Oh, das lassen wir jetzt einfach so im Raum stehen. Okay. Ja. Gut, und da kommt dann das Swimmingpool kommt das dann her. Ein großes, schönes Swimmingpool. Also, ich möchte da mal Liegefläche machen. Also, das kann ich da ein bisschen aussehen machen. Vielleicht dann in einer anderen Farbe. Alter, das wird nur der Swimmingpool-Bereich, gell? Habe ich überhaupt so viel Platz für das ganze Haus dann? Ja, wurscht. Da drüben ist auch noch ein Berg, da können wir umbauen. Na, okay, Scherz. So. Okay, ne, das ist schon mal nicht schlecht. Allerdings, wie gesagt, man ist ein bisschen eingeschränkt. Metall, okay. Also, wir haben Glas, wir haben Metall, wir können verschiedene Strukturen machen. Wir haben Stein, das sind sehr schöne Sachen zum Teil drauf. Also, sehr schöne Strukturen. Wir konnten eigentlich da einen dunklen Marmor nehmen, also einen dunklen Stein nehmen. Oder sowas dann für innen, für den Swimmingpool. Ja, das machen wir schon. Und, na gut, das war das Glas, gell? Das ist ja auch, haben wir da so viele verschiedene Gläser.
Das Buntglas, dann wahrscheinlich für Kirchen, ne? Welliges Glas, nicht schlecht, ja schlecht, echt, Wahnsinn. Welliges Glas, matt, Krakeliglas. Gut, glaube, haben wir schon, ja. Ich kenne da keinen Unterschied zum Teil. Fließen, wie gesagt, haben wir schon. Metall, leuchtendes Material. Keine Ahnung, wofür man das brauchen kann. Ja, warum nicht? Bedachung, ja. Das Einzige, es war ja nicht viel drinnen. Aber wenn zwäng, kommt mir das vor, das ist ja nur einer von diesen Tischen. Gibt es ja nicht, da müssten mehrere Tische möglich sein, oder? Vielleicht sind die noch nicht drinnen im Spiel. Das heißt, wir müssen mit dem auskommen, was wir jetzt zurzeit haben. Naja, eh nicht so schlecht. Eh nicht so schlecht. Ja, da ist ein Storch. Ich glaube, ich bin ein Storch, sage ich. Ja, klar, ist das ein Storch. Oder ein Specht. Gut, okay, dann gehen wir auf die Erde wieder. Jetzt hören wir es. Ah, die Texturen sind der Hammer. Schaut euch doch das an, wie das. Also nicht das Rote da, sondern die Mama, wie das blitzt und blankt. Das ist schon, da schaut, wie die Sonne drin spiegelt. Und man kennt da keinen Übergang zwischen die einzelnen Blöcken. Also das haben schon sehr gut gemacht. Also wirklich Hut ab, ne, da schau her. Man kennt es zwar an der Form, aber es ist doch kein irgendwie so Rille drinnen oder so. Also das haben schon sehr gut gemacht. Na, der rote Marmor. Das war interessant, wenn man den einfärbt. Das schauen wir so geschwind an. Wie schaut denn das dann aus? Na, fünf. Wie schaut denn das dann aus, wenn ich zum Beispiel sage, jetzt habe ich da schönes Blau irgendwo. Das da einfährt. Tatsächlich schon alles geht. Da wird das helle eingefärbt, oder? Ich glaube aber schon, dass es, wenn es dunkel, also mehr einfärbt, dass ich das Rote dann auch wegkriege, oder? Ja. Nicht blöd. Nicht blöd. Er macht sich einen blauen Marmor. So Sprühdosen da man gefallen. Machen wir da noch einen hin. Hübsch hässlich. Na, ist nicht so schier. Aber die Struktur, das ist ja Hammer. Wahnsinn. Was da ist, geht. Ah, das wird schon super. Einpacken. Das glänzt ja auch so. Das ist ja Hammer. Statt ja. Das ist ja alles. Das wird super. Also Minecraft zieht die warm an. Echt. Echt wahr. Da kannst du die warm anziehen. Was da ist, geht. Gut, ich meine, das Einzige, was ist, die Manschkel hauen. Na ja, gut, okay, muss auch nicht sein. Okay, alles dann. In diesem Sinne verabschiede ich mich von dieser Folge. Alles dann. Bis morgen. Pfiat euch.